Claudia, was ist denn eine Person? Ein Phantom, würde ich sagen, ist etwas, was in Wirklichkeit nicht vorhanden ist. Denn als Person bezeichnet man ja im Grunde genommen das, was glaubt hier zu sein, als jemand, also dem ein Bewohner, sowas wie ein Bewohner dieses Körpers hier drin, der von hier aus denkt, fühlt, handelt, entscheidet, macht, tut. Und dieses Phänomen bezeichnen wir umgangssprachlich als Person oder ich. Ich bin etwas in allem und ich bin real und mir geschieht die Welt und die Welt ist in Projektion auch real. So eine Person erlebt sich als real, als anwesend hier und als der Handelnde. In Wirklichkeit nicht vorhanden, denn Exaktes bedeutet, man könnte sagen, eine Person zu sein, ist Illusion, fühlt sich aber während es sich real anfühlt oder während es sich real anfühlt, ist es eben eine Illusion. Es gibt keine Person, es gibt keine getrennten Wesenheiten, es gibt niemanden, der handelt, entscheidet, denkt, fühlt. Es gibt nur das, was von allein ist, wie es ist, erscheint. Was ist eine Person, Andreas? Eine energetische Kontraktion des Seins. Was ist eine Person? Eine Person ist ein Veränderungsmechanismus für Freiheit, weil eine Person nur sich selbst im Blick hat und es da nur eine sogenannte falsche Identität, ein Ich gibt, nach dessen Vorteil es alles macht. Also das ist eine Person, eine Qualität, die sich aus bestimmten Reaktionen von Ja's und Neins zusammensetzt und an die dann als ein jemand geglaubt wird und dann daraus entsprechend gelebt wird. Erste Frage, was ist eine Person? Naja, eine Person, wenn ich von der Person rede, meine ich damit das Erleben, etwas Bestimmtes zu sein. Ein Ich, ein Gewahrsein, eine Präsenz, eine Seele, irgendwie sowas. Das wäre für mich die Illusion, eine Person zu sein oder ein Ich zu sein. Das meine ich damit, wenn ich von der Person rede. Lieber Shiva, jetzt kommt die erste Frage an dich. Was ist eine Person? Eine Illusion. Geträumt. Nicht wirklich. Eine Person ist ziemlich gut abgrenzbar, hat ja Name und Form, hat bestimmte Eigenschaften, persönliche Eigenschaften, gute Seiten, schlechte Seiten. Und vor allen Dingen das wichtigste Merkmal, dass es eine Illusion ist, ist, dass sie vergänglich ist. Die Person hat auch einen Körper übrigens, der ist ja auch vergänglich. Wenn der Körper weg ist, ist auch die Person weg. Und deswegen ist es nicht die Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit ist ewig. Hier die erste Frage, Mario. Was ist eine Person? Eine Person. Das Wort Persona übersetzt heißt ja Maske. Ne? Und man sagt nicht umsonst, das Ich ist die Maske Gottes, die keiner trägt. Von daher ist eine Person eine vorgestellte, jetzt kommt mein Lieblingswort, noumenale Struktur, die mich scheinbar von mir als das trennt und aus mir ein, ja, sagen wir mal, ein menschliches Wesen macht,
was irgendwie scheinbar eigenständig für sein Glück und seine Zufriedenheit und seinen inneren Frieden irgendwie denkt, was machen zu können und dadurch auch scheitern zu können. Aber unterm Strich ist es nur eine Illusion. Das ist der Begriff Noumenon, ne? Nur eine Vorstellung, nur ein Gedanke. Sven, was ist eine Person? Ein Gedankenkonstrukt. Etwas, was sich in den Gedanken suggeriert als, ja, als Person, als persönliche Geschichte, ja, die sich halt in diesem Traum sich dann halt spielt. Und letztendlich aber keine eigene Substanz hat zu dem, was sein ist. Also es gibt nichts getrennt davon und nichts außerhalb davon als, ja, das, was sein ist, das ist die einzigste Substanz und daher gibt es keine getrennte, autonome, selbstbestimmte Person. Also auch die Person ist innerhalb dieses, also existiert innerhalb dieses Seins. Und es ist diese eine Substanz selbst, die sich dann halt als Person ausgibt, als Individuum, was dann halt sozusagen innerhalb dieser Traumdimension sich halt so spielt, aber in Wirklichkeit gibt es nichts Getrenntes, auch wenn sich die Person möglicherweise sich als solches wahrnimmt, aber das ist reine Illusion. Also es gibt nur das eine und mehr gibt es gar nicht. Und das eine kann halt als Person erscheinen und innerhalb einer Verkörperung kann so etwas wie ein Gefühl von Trennung mit zusammenspielen. Liebe Maya Karina, was ist eine Person? Ja, eine Person. Nichts, von dem man eigentlich sprechen kann. Also eine Person erscheint oder ich erscheine als eine Person, wenn ich glaube, ich bin getrennt vom Ganzen. Und hier erscheine ich als Person körperlich. Und hier und jetzt nehme ich quasi die Welt durch meine körperlichen Sinnesorgane wahr. Und hier projizieren sich sogenannte Ich-Gedanken als du nach außen auf die Welt. Und so denkt der Mensch, dass da andere auch Personen gibt, dass da auch Personen sind außerhalb. Aber letztendlich ist das Gottes Wille, dass ich getrennt bin und als Person erscheine. Und wenn ich glaube, ich bin getrennt, ist da Angst und Schmerz. Und es projiziert sich dann gleichzeitig nach außen, denn dort, wo Angst ist, gibt es ein Feindbild. So bin ich auf der Hut, begegne ich Freund oder Feind. Und genau das ist die Bewegung in der Illusion, weil es gibt weder Freunde noch Feinde. Alles, was rausprojiziert ist, bin ich selbst. Und hier sind wir schon auch an diesem Erlösungsweg von der Vorstellung, eine Person zu sein, die Projektion zurückzunehmen. Und das ist das Ankommen bei mir selbst, Erwachen im Bewusstsein, was ich bin. Was ist eine Person? Eine Person ist die angenommene Spielfigur, die hier der Name Oliver begleitet, ist wie eine Person, kommt von Persona, ist Maske, ist auch allein schon vom Wortbegriff her vorgesetzt, vorgestellt. Und die Person ist halt dieses angenommene Ich, was hier in der Welt rumwandelt und etwas tun muss und etwas erreichen muss, wo sich halt drin verloren wird, verwickelt wird, wie man es beschreiben möchte.
Was ist eine Person? Ja. Was ist eine Person? Eine Person kommt, das Wort kommt aus dem Lateinischen, persona, Maske. Es ist ein Erscheinungsbild. Und alles, was erscheint, ist Schein. Ja. Und dennoch ist es in diesem Lebenstraum, erscheint ja alles Mögliche, weil es der Zeit unterliegt. Und alles, was der Zeit unterliegt, ist letzten Endes illusorisch, weil es nicht stabil ist. Es ist ein Kommen und Gehen. Also auch diese Person ist imaginär. Es gibt eigentlich keine Person. Und dennoch müssen wir, um zu kommunizieren in diesem Lebenstraum, steht dann schon mal zum Beispiel im Aufzug für 8 Personen oder so. Und da weiß jeder, dass nicht mehr wie 8 da rein sollen in so einen Aufzug. Es ist also sehr nützlich, mit dieser Person sich anzusprechen und so weiter. Aber zu wissen, dass es in Wirklichkeit gar keine Person gibt, keine Identität in dem Sinne, sondern wir sind einfach dieses Seinswesen, formlos, und dieser Form vorübergehend erscheinen wir als das. Aber die Person selbst ist imaginär, sie ist nicht wirklich.